Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Spotify-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man bei Spotify den Cache löschen kann. Eigentlich ganz einfach, wird aber doch recht häufig gesucht. Und dafür öffnen wir zunächst einmal Spotify und ich befinde mich hier auf meiner persönlichen Startseite. Wo ihr euch befindet, ist relativ egal, denn wir müssen nun oben rechts auf unser Profil gehen, dieses kleine Männchensymbol, und gehen dann hier in die Einstellungen. Hier scrollen wir in den Einstellungen einfach ein bisschen nach unten, bis wir zum Punkt Speicher kommen. Hier sehen wir aktuelle Downloads, die habe ich allerdings nur in der Premium-Version, weil dann können Lieder ja auch heruntergeladen werden. Hier runter finden wir aber auch den Cache. Hier finden wir die temporären Daten, die gespeichert werden, damit Spotify einfach auch in langsameren Netzwerken optimal funktioniert. Und wenn wir jetzt hier auf Cache leeren drücken, dann müssen wir das hier an dieser Stelle noch einmal bestätigen und dann ist das auch innerhalb von weniger Sekunden erledigt. Von daher ist es relativ einfach in Spotify den Cache zu leeren, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Tutorial wiedersehen. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.